In der Zeit vor den Titanen, vor den Göttern des Olymps, tobte eine erbitterte Schlacht. Der Zorn der Protogonoi der Wesen, die die Erde erschaffen hatten, wütete eine Ewigkeit lang außer Kontrolle. Und aus diesem Zorn, diesem Kriegswahn, entstanden die Furien. Weder Titan noch Gott, Sterbliche oder Schatten. Die Furien unterstanden niemandem. Denn sie waren die Hüter der Ehre, die Vollstrecker der Bestrafung, der Ruin der Verräter. Als Zeus an die Macht gelangte, erkannte er, dass er die Schwester nicht fürchten musste. Die Furien sannen nur bei jenen auf Vergeltung, die sie für schuldig befanden. Der erste dieser Verräter war Aegeon, der Hekatonsche Ehre. Als die Bestie Zeus den Bluteid schwor, nur um den König der Götter dann zu verraten, schritten die Furien rasch zur Tat. Die Schwestern machten unbarmherzig Jagd auf Aegeon, und als sie die Kreatur gefangen hatten, folterten sie sie erbarmungslos. Wenn die Furien fanden, der Tod sei zu gnädig für diesen Eidbrecher. Aegeon, der Hekatonsche Ehre, wurde zum Exempel für alle. Ein besonderes Symbol für diejenigen, die einen Bluteid brechen wollten, mit einem Gott. Es wird gehäckselt, es wird geschnetzelt, es wird gemetzelt und gedrechselt bei Outsider Gaming auf YouTube. Hallo! Ja, was? Zu einem neuen Let's Play, und zwar God of War Ascension. Jawohl. Mit Adi und Edi, Buck Spencer und Terrence. Well. Genau. Und wir starten ein neues Spiel. Einzelspieler. Ja, geht dahin. So, ein neues Spiel. Schwer, geht wir schon. Wir sind die ganz Taffen. Ja. Happy Niederblinde und du da, Sichtige. Ja, so schaut's aus. Der Sichtige, ja. Ja, der. Und zwar werden wir das so machen: Der Titan-Modus ist natürlich schon gesperrt für uns, weil der uns unterfordern würde. Deswegen, aber schwer nicht, oder? Deswegen nehmen wir ganz schwer, das ist getarnt als normal in dem Fall. Und los geht's. No? Kratos, der große General aus Sparta, war endlich besiegt. Vom Wahnsinn nahe, gefoltert und nicht wissend, wo er sich befand, erkannte der Krieger, dass er gefangen war wie eine Fliege im Netz der Furien. Niemals, niemals wieder. Was ist los? Du scheinst verwirrt, Kratos. Kannst du dich nicht mehr an unsere gemeinsame Zeit erinnern?
unsanft von meiner Schwester unterbrochen. Alecto hatte schon immer schlechte Manieren. Keine Sorge, ich bin eine sehr gute Lehrerin für Respekt. Oh, und da sind wir mitten im Geschehen und müssen schon ausweichen dieser Furie. Die Furien wieder, hey. Das hier. Diese Sadomaso-Fliege. Was auch immer das für ein Ding ist. Komm her! Ihre Knechte hat man eh schon gesehen vorher. Ja, ja. Na? Ist das alles, was du zu bieten hast? Kriegst du mal ordentlich eins auf die Beine, Madame? Machst du das eh gescheit? Selbstverständlich. Jawohl. Mach das in Hack and Slay Manier. Na? Also das finde ich super. Haben wir die Tage? Und da sind wir back im Gefängnis der Verdammten. Und die erste Trophäe. Gefängnisausbruch. Ein Sterblicher wird dich vernichten. Es wirst du sehen. So, komm her, wo bist du? Du hältst dich für so besonders, weil Ares dich erwählt hat. Aber du bist gar nichts. Ja, ja, das sagst du. Schau, wie ich springen kann. Ja, super. Wunderschön. Oh. Du bist ein wertloser Sterblicher. Und du bist eine wertlose Unsterbliche. Guck dir! Jemand, das ist Fliegenvieh überall. Müsstet man mal Klebefallen auslegen. Ja, oder so ein Griller oder sowas. Das ein Griller? Ja, die muss zurückfliegen und dann. Ach so, sowas meinst du? Ja, ja. Ja, war natürlich vom Vorteil. Bösartig 10. Ah, es ist ein Narr, dich zurückzuholen. Oder du hast noch so einen Tennisschläger. Ein Tennisschläger? Ja, der was sowas hat. Gibt's bestimmt schon. Unser Kratos ist ja ein leidenschaftlicher Tennisprofi in seiner Freizeit. Wissen wir ja alle, sehen wir, wie er umgehen kann mit seinen Tennisketten. Genau. So. Wo seid ihr? Hallo? Was erwartet uns hier? Was du willst. Mich wirst du nie fangen. Das sagst du. Ja, schön ausgegangen, ja? Ja. Ja. Hallo? Grausig, du Alter. Grausiges Vieh. Oh, ja, was haben wir denn da? Oh, R1. Boom. Ah, der Kratos, der hat eine Kraft, das ist unglaublich. Genau. Verbessern Sie hiermit Kratos Fähigkeiten. Versuchen wir das mal, schauen wir uns das mal an. Die Chaosklingen. So, du kennst ja schon ein wenig aus. Ich habe den God of War 3 Teil gespielt. Super. Vielen Dank. Autogramme gibt's später. Vielen Dank, den Applaus, den hört man jetzt. Ah doch, den Applaus. Ich kann den Applaus spüren, meine Damen und Herren. Genau. Wir benötigen sozusagen 3000 Orbs, um den Gegenstand zu verbessern. Ja, dann werden wir das nicht machen. Oh, was liegt denn da? Jede Nacht kommen sie in meine Zelle und tun Unaussprechliches. Megaeres Parasiten. Ich kann sie nicht loswerden. Tja, Gelsenstecker hilft in solchen Situationen. Dann schauen wir mal, was uns in der Gruft erwartet. Ja, du grausames Vieh! Stirb, Sterblicher! Lebe, Unsterbliche! Ach, die Viecher, hey. Na, pass durch. Rot, gell? Das erinnert mich irgendwie an... Die Mumie. Genau so ist es. Nur, dass die Viecher heute ein bisschen besser sind. Oh! Und da haben wir einen alten Klassiker, einen Filmklassiker, die Fliege. Ja. Hallo Kollege. Wie? Was? Oh, und so? Ach, ja wunderschön. Ist ja wunderschön. Na hallo. Wie geht's uns heute? Ja, was? Oh. Kann man sehen im Trio. Jetzt haben wir wieder in Hack-and-Slay-Manier. Rage-Anzeige gefüllt. Neue Aktionen werden nur entwässern, wenn die Rage-Anzeige voll ist. Nur dann. Dann machen wir das doch. So. Das war so eine Power-Attacke, oder wie? Komm her, du kämpfst wie ein Athener. Nö, ich kämpfe nicht wie ein Athener. Ich habe meinen eigenen Kampfstil gewählt. Jawohl. Da geht's wirklich so ein reines Gemetzel und Gedrechsel und Geschnetzel hier. Das ist aber...
Na? Boah, da haben wir schon die erste Power-Attacke da. So. Hopp. Und Rage. Wo ist der Rage-Mode? Nein! Es sind so viele! Ja, du halt einmal gescheit, ha? So. Was kommt da für ein grausiges Vieh hinter mir daher? Oh! Ja, solche Situationen darf man natürlich nicht den Kopf verlieren. Nein, nicht wirklich. Ich kenne mich gar nicht mehr aus, geht's so wie zu Silvester. Es gibt's ja nicht. So viele Gefangene haben wir denen einmal, oder? Hat sie nur mehr ab da. So wie es gleicht einem Schlachtfeld. Ja. Und wir haben das Kratosche Kolosseum haben wir hier. Du bist nur ein Sterblicher. Nicht mehr, nicht weniger. Dann müssen wir mal die Gegner entwaffnen. Oh, huch. Ja. Oh. Na, na? Entwaffnen! Na? Entwaffnen! Wo sind deine Dinge? Was sind? Ich hab nur mal ausprobiert, weil da gestanden ist, ich soll die irgendwie entwaffnen oder so. Genau. Na, was ist jetzt los? Da gibt's ein luftiges Geschnetzeltes. Von der Pute. Statt Freiheit wirst du nur dein Ende finden. Das glaubst du. Na, Kollegin. Na, ups, na. Achso. Oh, da blinkt was. Ja, eins. Ja. Ah. Na bitte. Na, geht eh. Na, das ist doch super. Ja. Was haben wir da jetzt gemacht? Schön. Ja. Auf geht's. Ich bin unschuldig. Die Götter geben mich auf. Ja. Schnauze. Sind alle unschuldig. Sagen sie alle immer. Er ist infiziert. Sie sind alle infiziert. Gesundheit. Wie schön ist bitte Gesundheit. Mm. So, und jetzt? Ah. Springen. Die Eileiter haben wir wieder, gell? Jawohl. Die letzte Erfindung. Von geliebten Steve Jobs. Die Eileiter. Auf geht's. Neue Gefilde. Frischluft. Was? Wie? Was? Tipps? Ach, wir spielen das ohne Tipps. Naja, nicht ganz. Schauen wir mal. Die sind aber eingeschalten, oder? Ja. Macht nichts. So. Immer Russen, gell? Und dann... Immer diese Russen. Du wirst sehen, wie wir hier mit den Eidbrechern umgehen. Oh, wir haben ein Schwert. Multischlagwaffe, mit dem Abwerfen Gegner betäuben kann. Na, wunderschön ist das, sagte Natascha wieder. Das ist auch mein Busch. Ja, dann kam Petruschka. Dann kam Wilhelm. Diese Spinnen immer. Na, quetzt du da oben, Alter. Oh! Hallo! Und geht wieder dahin. Und da haben wir schon wieder das gewohnte God of War gegen Metzel. So. Ein paar Kombinationsattacken ausführen da. Ja. Projektile abwehren. Funktioniert das? Du drückst R1 und dann irgendeine Tasten, oder wie? Bei was denn? Wenn du die Kombos machst. Kombinationen einfach. Es wird Zeit, dass du den Tod findest. Ja. Einmal nicht zu dann. Na, was sind diese kleinen Scheiße da wieder? Dieses lästige Vieh. Ja. Komm mal vor wie in der Atacama-Wüste. Ja, ich glaub, es sind da Insekten. Ja, ich glaub schon. Wahrscheinlich so in. Wie heißen die? Na, wie heißt denn? Scientology. Ja. Oder. So. Haben wir aufgeräumt. Fiat Lux. Mal sehen, wie du mit den Hekatonsche Ehren fertig wirst. Ich würde mir mal ein Oberteil anziehen. Nennt man sowas Orangenhaut? Man weiß es nicht. Sie hat weit geöffnete Poren. Ja. Sechs Finger! Der berühmte Sechs-Finger-Joe! So grausig! Weiter! Und das ist wieder Perchtenzeit! Ein lebender Dickdarm! Ausweichen!
Ja, hau ihm, geht schon, in die Ding, oder? Ja, in seine, was auch immer. Ui. Haben sie aber gut gemacht. Was denn? Schaut cool aus. Achso. Ja, das habe ich so ein bisschen verpeilt. Entschuldige. Ja. Wie öfters, gell? So, wo bist du? Komm her. Aus der Masen kommt wieder, gell? Ja. Aus der Masen. Ja. Wir wissen, was das für ein Ding ist. Kann man den so angreifen? Man weiß es nicht, gell? Uah. Ich glaube nicht, nein. Ah, jetzt? Aber dann nicht? Ja, du darfst da nicht aufkommen. So schaut's aus. Das ist mein Revier. Ja, brauche mich gar nicht so aufblustern, ja? Brauche mich nicht so aufbuden. Wie hust du den netten Bärli? Ja, genau. Jetzt hat er mir... Hey, sag einmal, was ist denn da los? Ja, triffst halt nichts, ne? Ja. Da ein wenig Zywasser trinken. Geht schon. Da schwächern sie immer die Viecher her. Ja. Wirklich schnell warme Gurte da. Was bei mir? Nein, bei Herrn. Achso. Hey, was ist denn jetzt los? Macht er jetzt eine Dreierattacke oder was? Ja, jetzt sind er an, ey. Jetzt war ich nicht rechtzeitig da. Jawohl, das haben wir ausbichen. Das reicht dann aber auch wieder. Jetzt müsste doch mal der Endmove kommen. Gegner greifen! Yeah! Na komm her da. So. Und ausweichen. Jawohl. So, jetzt ist der berühmte Endmove von God of War. Bam! Jawohl. Wunderschön gemacht, du hast das. Und jetzt das lebt noch. Immer noch hier nicht hinher. Wow! Nee, oder mal aufkramt, ha? Achso, ja. Ich stehe da unten. Ja. Oh, das ist. Ach! Schaut nicht mehr so gut aus. Obi. Na, hoch, jetzt aber. Gegner greifen. Ja, fast. Oh. Es ist unangenehm. Das ist aber nicht gegangen. Oh. Oh, jetzt bist. Sie sind tot. Vielen Dank für die Information, Windows. Wie immer. Na? Es geht ja schon so los über Hitman. Ja? Hitman! Die Familie Duck am Start. Du Koffer. Suitcase.